mit den Torhütern heute Morgen gesprochen. Da natürlich heute das Training jetzt nicht nochmal irgendeine Veränderung bringt. Robin Himmelmann wird als Nummer 1 in die Saison gehen und wird auch morgen spielen. Die Plätze dahinter, war ein sehr, sehr harter Konkurrenzkampf dieses Jahr. Die Jungs haben alle zugelegt. Auch Sven hat diese Lücke da geschlossen. Jeder ist unterschiedlich in seinen Fähigkeiten. Der eine hat unterschiedliche Stärken, der andere wiederum andere, sodass ich mir das offen gelassen habe. Manchmal vielleicht nach Gegner wird es ein Spiel, was mehr über Flanken kommt, was mehr vielleicht aus Kontersituationen besteht möglicherweise. Das könnte so eine Position immer verändern. Oder es kristallisiert sich irgendwas heraus, sodass der Kampf dahinter eng ist. Aber auch Robin weiß, und das habe ich ihm auch deutlich gesagt, dass die Jungs dahinter heiß waren. Das war ein heißer Konkurrenzkampf, anders als noch im Winter. Da habe ich eine klare Lücke gesehen, diese Lücke sehe ich jetzt nicht. Das ist, Robin hat zugelegt in seinem Auftreten, auch in seinem Verhalten bei Flanken. Das ist richtig eng. Das war ein richtig guter, richtig geiler Wettkampf. Und ist es immer noch.